Im Moment trappelt es zwar ein bisschen vor sich hin, aber der Wetterbericht sagt, morgen soll es schön werden. Da habe ich natürlich nicht mit. Ich habe was mit, aber Brot vergessen mitzunehmen. Und für morgen früh was. Aber ich habe mir gerade überlegt, bis Cottbus ist ja dann nicht mehr weit. Und in Cottbus gibt es garantiert einen Laden, der bis um 10 noch auf hat. Da kann ich ja jetzt doch noch schnell was holen für morgen früh. Ja, ich bin jetzt hier gerade in Freienhofen von der Autobahn gefahren, weil ich auf die Idee kam, im Handy einfach mal zu gucken, was jetzt für Läden noch auf haben. Und da gibt es hier irgendwo einen Supermarkt. Und jetzt hat es halt meine Kamera vorne in der Ablage gehauen, weil ich den Blitzer im letzten Mond noch gesehen habe. Haha, der war bloß 30 und ich hatte mindestens 50 drauf. Guckt euch das an. Ich weiß es nicht, ob das im Video zu erkennen ist, aber wie geil die Bogen damals beleuchtet wurden. Wahnsinn. Hier sieht man nochmal die beleuchtete Slawenburg. Brandenburg, das Alleenland. Gut geschlafen wieder. Wie gesagt, der Platz da an der Slawenburg, der ist ganz gut, ist nicht allzu sehr nah an der Autobahn, da hört man nicht mehr davon. Und ja, die Burg habe ich schon vor einigen Jahren mal besucht und besichtigt. Allerdings hatte ich da noch nicht gefilmt. Und jetzt bin ich halt hier unterwegs in Richtung in Richtung Otto Lilienthal bin ich unterwegs. Ich besuchte in Stollen, das liegt in der Nähe von Rathenow, das Otto Lilienthal Museum. Otto Lilienthal wurde am 23.05.1848 in Anklam geboren. Er machte schon als Kind Flugversuche und Strömungsexperimente und beobachtete den Vogelflug. 1864 besuchte er die Potsdamer Provinzialgewerbeschule und nach 2 Jahren begann er ein Praktikum bei der Berliner Maschinenfabrik Schwarzkopf. Ab 1867 begann Lilienthal ein Studium in der Gewerbeakademie Berlin, dem Vorläufer der TH Charlottenburg. 1878 heiratete Lilienthal in Freital-Döhlen seine Frau Agnes. Er entwickelte mit seinem Bruder Gustav ein Baukastensystem für Kinder, mit Steinen aus mineralischen, mit Leinöl gebundenen Bestandteilen. Er verkaufte die Rechte und es wird heute noch als Anker-Steinbaukasten verkauft. 1881 erhielt Lilienthal ein Patent für Schlangenrohrkessel.
Zusammen mit einer kleinen Wanddampfmaschine entstand der Lilienthalsche Kleinmotor, der 1883 in einer eigenen Firma hergestellt wurde. Ab 1894 stellte sie auch den Normalsegelapparat in Serie her und wurde damit zur ersten Flugzeugfabrik der Welt. Für seine Flugversuche verwendete er mit gewachsenem Baumwollstoff bespannte Rahmen aus Weidenholz. Bei seinen vielen Flugversuchen verbesserte er nach und nach die Tragflächen. Ab 1893 wurden mehrere Hügel in den Rienauer Bergen bei Stölln zwischen Radenau und Neustadt an der Dosse zum Übungsgelände. Dort gelangten ihm Flugweiten bis zu 250 Metern. Am 9. August 1896 stürzte Lilienthal am Gollenberg bei Stölln aus etwa 15 Meter Höhe ab. Ursache war eine thermische Ablösung, die er nicht mehr abfangen konnte. Lilienthal soll damals gesagt haben: "Ist nicht so schlimm, kann mal vorkommen. Ich muss mich nur etwas ausruhen, dann machen wir weiter." Auf der Überführung nach Berlin fiel er ins Koma. Er verstarb am nächsten Tag, am 10. August 1896, in der Berliner Uniklinik. Da man sich in dem Normalsegelapparat nur mit den Unterarmen abstützt und nicht wie in heutigen Gleitfliegern im Schwerpunkt hängt, ließ er sich dementsprechend nicht ganz so gut steuern. Ein weiteres Ausstellungsstück in Stölln ist dieses Flugzeug. Die DDR-Fluggesellschaft Interflug schenkte diese ausgemusterte EL-62 der Gemeinde zu Ehren Otto Lilienthals. Diese wurde am 23. Oktober 1989 von Flugkapitän Heinz-Dieter Kalbach in Stölln auf dem Acker gelandet. Umfangreiche Vorarbeiten mussten dazu geleistet werden. Das Gewicht der Maschine wurde durch Ausbau von nicht notwendigen Geräten verringert, der Boden wurde extra verfestigt, Wald wurde abgeholzt und extra Ausnahmegenehmigungen mussten beantragt werden. Normalerweise benötigt eine EL-62 ca. 2500 Meter Landebahn, um es auf diesen 850 Meter zu schaffen, wurde schon in 50 Meter Höhe auf Umkehrschub geschalten, um die Maschine zu bremsen und kurz über den Strömungsabbruch zu erhalten. Kapitän Kallenbach schaffte es auf diesen 850 Metern und kommt dafür ins Guinness-Buch der Rekorde. Heute ist in dem Flugzeug ein Interflugmuseum und ein Standesamt. Es gibt einige interessante Beiträge im Web zu diesem Thema. Ich werde ein paar in der Videobeschreibung auflisten. Besichtigung des Flugzeugs bestieg ich noch den Gollenberg mit der Absturzstelle Otto Lilienthals, an der dieser Gedenkstein steht. Also wenn man sich überlegt, was für ein Berg Olle Otto sein Zeug hier hochgeschleppt hat, da hat man hier oben erstmal keine Lust nochmal Flugversuche zu starten. Alle Achtung!
diesen Gedenkstein haben die sowjetischen Truppen, die auf diesem Berg stationiert waren, hier aufgestellt. Sie verehrten Otto Lilienthal auch.